Ja, endlich ist es soweit. Nach dem Bushcraft Beaver und dem Irbis gibt es nun den Survival Beaver, Überlebensbeaver. Wenn es dich interessiert, was dieses Überlebensmesser kann, bleib dran. Ach, hallo und willkommen, ich freue mich so. Survival Beaver. Ein Überlebensmesser aus Knives for Reini Rossmann. Wir haben ein Messer kreiert. Schau es dir an. Ein Überlebensmesser, 42A-konform für alle Deutschen. Griff so ausgeführt, dass rundherum du nicht mit Stahl in Berührung kommst. Trotz alledem ein Full Tang. Ja. Hier hinten ein Nothammer. N96 Stahl. Sau scharf. Trotz alledem zum Hacken in gewissen Bereichen, zum Batonieren ohnehin. Aber auch fürs feine Arbeiten greifst du hier vorne rauf und kannst dann auch feine Arbeiten umsetzen. Da ist er. Ausgeliefert in einer Kydex-Scheide mit einem Dengler-Adapter und dem Dengler aus Leder und für alle, die Techlock wollen. Alternativ gibt es natürlich unsere Feuerstahlhalterung dazu, das ist ganz klar. Und wir haben uns noch was überlegt. Und zwar, das ist ein Haumesser. Puff, puff, brechen, hebeln. Du siehst allein hier der Anschliff, dann da unten ja, die Schneidkante, aber das ist der Anschliff. Und das da, das ist ja der Spiegel oder wie das heißt, wie auch immer. Das ist einfach fett und massiv ausgebaut. Auch die Spitze, wenn du dir das anschaust. Die Spitze, wir haben uns da wirklich Mühe gegeben, dass das einfach ein stabiles, robustes Messer ist. N96, alle technischen Daten gebe ich da unten. Natürlich den Link in meinen Shop. Aber feine Arbeiten, ja, natürlich, du wirst das jetzt dann sehen. Aber so richtig natürlich nicht. Deswegen haben wir in der Reini Rossmann Werkstatt diese Scheide hier kreiert, die genau da drauf passt. Übrigens, das möchte ich gleich hinzufügen, die passt auch auf die Kydex-Scheide vom Bushcraft Beaver drauf, damit du einfach alles mit dabei hast. Denn mit dieser Überlebenskombination hast du einerseits Säge, Pinzetten, kleine, große, was auch immer du brauchst, also Huntsman oder Fishersman oder der Explorer passen da drauf. So kannst du das wieder fixieren, damit das Ding auch nicht rausfällt und du hast trotzdem ein Hacke-Haumesser mit dabei. Weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sowas überhaupt nicht mögen, ist das auch Zubehör, das du extra dazu bestellen kannst. Wie gesagt, schau dir das an. Oder eben ganz nackert. Wichtig dabei. Wir haben auch hier weitere Schrauben mit dazu gegeben. Wir haben die jetzt silber gelassen. Wir haben übrigens, es gibt es auch nur in schwarz. Gibt es in orange, gibt es nur in schwarz. Das orange schaut so kacke aus. Kann in einem anderen Video am Messerkanal, gebe ich da auch unten den Link, werde das einmal vorstellen, die Prototypen-Serie. Auf jeden Fall gibt es da in schwarz und wir haben dir in die Schachtel auch schwarze Ersatzschrauben mit dazu gegeben, damit es ganz einfach so ist, wenn du sagst, das Silber ist ja schön, Silber, 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 gut, aber eigentlich hätte ich das gern schwarz und das schaut auch cool aus, ja, dann kannst du das natürlich auch gerne mit dazu nehmen und kannst du austauschen. Wir haben hier vorne wieder ein Lanyard-Loch und hier hinten ein Lanyard-Loch, dass du mit einem Flexicord das Ganze befestigen könntest, wenn du weitere mehr an Arbeiten hast. Und jetzt kann man natürlich sagen, Reini, warum ist das Messer nicht länger? Weißt du, für solche Arbeiten sehe ich das den Bushcraft Beaver als das Mittel der Wahl. Aber als Überlebensmesser in der Natur, für jetzt nicht, ich lebe für 30 Jahre draußen oder ich ziehe mich jetzt zurück ins Bushcraft-Areal und werde nie wieder in die Zivilisation kommen, da wird das alleine sowieso nicht reichen, ist das nicht gedacht, sondern als etwas, was du mit dabei haben kannst, was du immer mit dabei haben kannst, aber leistungsstark ist und alle Aufgaben, die man draußen in der Natur erledigen können muss, auch erledigt. Und das heißt, einerseits einmal Feuer machen. Feuer machen, Feuer machen, Feuer machen. Beim Unterkunftbau braucht man das Messer gar nicht so häufig, wenn man weiß, wie das geht. Das zeigen wir übrigens in unseren Kursen her und in unseren Büchern und in unseren Online-Ausbildungen. Aber da braucht man gar nicht so viel Messer. Also das ist okay. Aber Feuerstahlbedienung, muss ich aufpassen, dass man mit Daunenjacke nicht ins Brennen anfängt. Also das ist einfach. Das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht. Natürlich wird das da ein bisschen schier, aber das war es dann auch. Übrigens, das ist N96, das bedeutet kein D2 und ist daher nicht nur rostträge, wie der D2, wie wir das beim Irbis zum Beispiel haben oder beim Bushcraft Beaver, sondern eben nur nicht rostend. Und das ist, war einfach wichtig bei dem. Weißt du, wenn du jetzt sagst, okay, ich schlage jetzt schnell was ab, damit ich die Spindel herrichten kann, dass irgendwas aufbrechen kann, dass ich meine Survival-Task machen kann, dann werde ich nicht nachher hergehen
und abhauchen und ein bisschen Öl drauf geben oder Bussi drauf geben und dann hinlegen, sondern das kommt wieder zurück in die Scheide und fertig und es geht weiter, weil Überlebenstraining zeigt uns ganz klar, wenn du das machst, vom Basic bis zum Wahnsinns-Extremkurs, ja, oder auch den 7-Tage-Kurs oder 2-Wochen-Kurs, dann wirst du ganz einfach sehen, dass du am Anfang ganz wenig Zeit hast und dass jede Zeitverschwendung dir Energie kostet und auch Ergebnis kostet, das du dann brauchst, damit du durchhalten kannst. Ne? Und daher, ein Überlebensmesser muss einfach meiner Meinung nach mit der aktuellen Technologie rostfrei sein. Ein richtiges, echtes Survival-Messer und deswegen heißt die auch Survival Beaver. Gut, ich glaube, dass ich jetzt urviel erzählt habe. Ich muss einfach arbeiten, weil... So, zuerst muss ich aber meinen Saustall sozusagen wegräumen. Ich wollte nur hinzufügen, es gibt auch diesen Aufsatz für das Messer, also für das Victorinox-Messer, auch für den Irbis und wie gesagt auch für den Bushcraft Beaver. Und für alle, die traurig sind und sagen, ich habe aber weder das eine noch das andere, möchte aber auch das Messer mithaben, haben wir auch eine Universalhalterung. Die ist dann vielleicht nicht ganz so cool, weil sie seitlich raussteht und nicht vorne dabei ist, so wie hier. Aber es geht auf jeden Fall wurscht. Aber um das geht es jetzt gar nicht. Wir wollen arbeiten, wir wollen arbeiten. Nicht immer Werbung machen, sondern arbeiten. Also, erstens einmal, solche Aktivitäten hier, ja, irgendwas abhacken, irgendetwas grad machen, ja, das spielt alles mit. Obwohl das Messer so kurz ist eigentlich, ja, das ist ein kurzes Messer, sehr kopflastig, trotz alledem, darauf haben wir geachtet, einen schönen Guard, dass du nicht abrutschen kannst, also das halte ich für, ich meine, ausgeschlossen, es geht jetzt nicht runter wie bei einem Kampfmesser, das ist ganz klar, aber es ist gegeben, dass es auch keine Stelle gibt bei dem Messer, die irgendwie drücken oder unangenehm sein könnte, ja? Damit du dich aufs Arbeiten konzentrierst und nicht darauf konzentrierst, keine Schmerzen oder Blasen zu bekommen. Ja? Wenn es ist, dann ist es halt so, aber wenn es nicht ist, dann muss es ja nicht sein. Also das war jetzt nicht sehr philosophisch, aber du weißt schon, was ich meine. So, also das geht einmal alles rucki zucki. Spitze, die Spitze. Ja? G10-Griffschalen hier, ja, das sind jetzt G10-Griffschalen, das heißt, du hast hier auch einen Nothammer hinten mit dabei. Wir haben das auch abgeflacht, damit du auch hier nicht irgendwelche scharfen Kanten hast, so wie das bei vielen anderen Messern der Fall ist und da rein immer sich darüber beschweren und ich finde das auch wirklich kacke. Ja? So, also, das ist einfach ein Biest. Ein Biest, jetzt mache ich mal den Hackstock hin, für diesen. So, mit Biber mache ich auch den Hackstock hin. Ja, das ist der. Da tut das, mit dem kannst du, ich meine, es ist kein Brecheisen, ist klar, also es ist jetzt nichts für den Hobby-Einbrecher, der sagt, okay, jetzt werde ich ab jetzt alle Fenster so aufhebeln, nein, natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sogar das funktioniert, die Spitze ist wirklich massiv robust, da haben wir uns ganz viel Mühe dazu gegeben. Gut, was ist mit den feinen Arbeiten? Du kannst sagen, ja, hauen kann jeder, aber fein. Hier vorne, dieser Griffbereich ist genau so gemacht, dass du mit dem Zeigefinger auf den Guard sozusagen draufgreifen kannst, der ist gerad und abgeflacht, nimmst es hier vorne und ziehst dann, das hier ist Buchenholz, einfach, und ich habe das jetzt, das ist ab Werk so, ich habe das nicht nachgeschärft fürs Video, wirklich nicht, vertrau mir, ja, würde nicht tun, bringt ja nichts. Das sind die Locken, also das ist jetzt auch, dass ich sage, hey, das ist das volle Brecheisen, aber die schneidet nichts. Also ich bin absolut zufrieden. Also da brauchst du keine Gedanken machen. Das heißt, du hast hier beides. Du kannst aber dann trotz allem, wenn du sagst, okay, und ich muss jetzt mehr Material abnehmen, natürlich auch das tun. Ja? Und ohne, dass du unbedingt notwendigerweise Handschuhe brauchst. Ich meine, du kannst sie anziehen. Ja? Und Handschuhe hat man ohnehin zum Arbeiten immer mit dabei. Allein fürs Unterkunftsbauen würde ich kein Messer mitnehmen, sondern Arbeitshandschuhe in einer Überlebenssituation. Das Messer, ja eh. Aber das meiste, was du brauchst, werden deine Hände sein. Daher Handschuhe. Aber und trotz alledem hast du auch diese Funktionalität da mit dabei. Also das hackt einfach großartig. Ich muss zugeben, der Biber hackt noch ein bisschen besser, der ist aber auch länger, also das ist unfair. Unfair! Und jetzt der hintere Griffbereich, der ist so gedacht, dass du wieder, so wie wir es beim Biber hatten, da ist auch kein Unterschied, hier Daumen und Zeigefinger nutzen kannst. Am besten ist, wenn du noch ein Lineat mit dazu nimmst und dann hacken, hauen. Das machen kannst du, also das ist perfekt. Deswegen haben wir auch diesen hinteren Bereich abfallen lassen, diesen Nothammer, den du jetzt so benutzen kannst.
ja, den du so benutzen kannst. Den Nothammer extra an dieser Position gebracht, abgeflacht, damit du dir da irgendwie nicht so wehtun kannst. Also ich finde das unangenehm, wenn das scharfkantig ist oder wirklich kantig rausgeht. Und das haben wir abgerundet. Also wir haben uns da sehr viele Gedanken dazu gemacht. Das Projekt hatte 1,5 Jahre gedauert. Ja, so lange dauert das. Am liebsten wäre es mal, ja, wenn es schon fortfertig wäre. Aber so ist das. So ist das. Yeah. Aber natürlich kann ich keine Video machen, ohne eine Batonierung zu gemacht haben, ja, ohne Baton, also ich bin ja kein Franzose, ich rede nur blöd, ja, also batonieren, weil auch das ein ganz wichtiger Aspekt ist, also mach da keine Sorgen, ja, mach dir bitte einfach keine Gedanken, keine Sorgen, gar nichts, ja, gar nichts, das macht das alles mit, was soll sein? Wird hier fett, ist auch dementsprechend dick, also gar nichts, überhaupt nichts. Und daher, die einzige Limitation, auf die man halt aufpassen muss, ist, ich kann jetzt nicht wie bei einem längeren Messer, wie zum Beispiel bei einem Scrummer oder so, halt größere Klötze machen. Das ist ein Nachteil. Und das, wenn du das machen müsstest, aus welchem Grund auch immer, würdest du natürlich bei dieser Klingenlänge, das hat nichts mit dem Messer per se zu tun, einfach ja, an Zeit verlieren. Das ist so, das gebe ich zu. Aber um ein Feuerbohrset zu machen, reicht das aus, weil du brichst ja einen toten Ast runter und spaltest den und das ist mit dem absolut machbar. Ja? Absolut 42A machbar. Am Messerkanal, wenn du den noch nicht kennst, gebe ich da unten den Link dorthin, werde ich ein großes Review machen mit vielen Belastungstests und es wird immer wieder Neues dazu geben, um einfach zu zeigen, was die Philosophie dahinter ist und dass das Ding einfach funktioniert. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, ja, der Griff ist ein Stück, es ist kein Stahl, an den du ankommst, außer wenn du hier hinten greifst natürlich, ja, das ist ganz klar. Das ist ein Ding. Hier hast du auch die Teilierung. Das ist mittig hier an der Stelle. Ist trotz alledem recht schlank gemacht. Haben wir aus dem Grund gemacht, damit man es einfach mit dabei haben kann. So wie ein F1. Es ist kein F1. Ja? Aber von der Idee her ist auch schlank und nicht. Weil was hilft dir das größte Messer, das alles kann, aber das hat man nicht dabei. Und das ist wirklich in einer Größe, die man einfach mit dabei haben kann. Powercut, soll ich ihn wirklich machen? Nein, du kannst den Powercut machen, da ist nichts, was irgendwie dagegen sprechen würde. Wir haben eine kleine Schleifkerbe, wirklich nur eine Mini-Schleifkerbe gemacht, dass wir maximalen Druck aufbauen können, damit wir maximal die Schneide auslösen. Wir haben auch absichtlich dieses kleine Ricasso, das es hier gibt, gerade, also fast 90 Grad laufen lassen und nicht irgendwie schräg und auch den Griff wirklich abzieht, damit man maximal die Klinge nutzen kann. Alles, was solche Designelemente sind, sind schön, sind cool, habe ich nichts dagegen, mag die Messer, hab sie alle, Bussi zu denen. Nur die haben halt dann um so ein Stück weniger Arbeitsbereich. Wenn das Messer so lang ist, spielt das keine Rolle. Wenn ich mich aber trotz alledem, und ich gebe es zu, wir haben uns natürlich auch an das 42A orientiert, wenn ich in die Richtung gehen will und muss, dann ist das ganz einfach so. Und ein letzter Punkt noch, weil auch da sicherlich die Fragen kommen werden, Irbis oder so weiter. Der Irbis ist ein ganz anderer Stil, ja? Das ist ein ganz anderer Stil. Das ist ein anderes Messer, das ist auch 42A-konform, aber schau mal, das ist einfach ein anderer Stil, während du hier einen reinen Schneidteufel hast, der natürlich auch batonieren und alles kann, das ist ein Schneidteufel, hast du hier einfach ein robustes Messer. Wir haben auch den Spiegel und all die gesamte Struktur hier genauso gewählt, damit wir eine maximale Stabilität bei der Spitze haben. Zum Bohren, zu leichten Hebelarbeiten, also wie gesagt, also jetzt nicht Stahltür aufheben, ja, das nicht, aber dass wir einfach ein Messer haben, das funktioniert und cool ist. So, das habe ich jetzt gesagt, das cool ist, ja. Und natürlich das Add-on, wie gesagt, Feuerstahl kannst du mit dazu checken oder bei der Bestellung auch ja, dieses Teil hier. Dieses Teil stelle ich auch noch einmal in einem extra Video vor. Da ist die Idee, dass du auch kleines, feines Werkzeug direkt mit dabei hast an einer Stelle im Backpack-Rucksack, im Fluchtrucksack, im Survival-Rucksack oder am Gürtel oder sonst irgendwo, wo du das gerne hast und hast wirklich alles beisammen. Und ja, das kannst du auch mit dazu bestellen. Passt für das Huntsman, den Explorer und den Fishersman und das schaust du einfach an, kann man drauf montieren. Gibt es auch für den Irbis und den Beaver, beziehungsweise für alle, die auch so eine Funktionalität haben wollen und sagen, aber ich habe solche Messer nicht, dann kauf da bitte eine.
Preis, es lohnt sich wirklich. Das war's. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann gebe ich dir natürlich den Link in meinen Shop. Danke an alle, die da mitgearbeitet haben. Danke an die Claudia, danke an die Manuela. Danke auch an den Mario, der jetzt neu bei uns im Team ist und hier dafür sorgt, dass die Qualität einfach da ist und den ganzen Qualitätscheck und all diese Geschichten. Das ist super großartig. Danke an alle, die da mitgearbeitet haben. Hol den, dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.